Ich würde nicht zu viel vorausnehmen, aber heute Abend wird es sehr emotional, hoffe ich einmal. Und ich hoffe auch, dass es die ein oder andere Standing Ovation gibt. Also das erste Mal, als ich auf der Bühne stehe, und es war schon ein bisschen speziell, aber ich habe es überlebt, ich lebe noch. Eine wunderschöne Saison, also ich hatte wirklich viel Spass, viel lernen können, extrem geiles Spiel mit der Mannschaft und habe es genossen, wirklich. Alles in allem eine grosse Wertschätzung für die viele Arbeit, die wir reingesteckt haben, dass wir jetzt heute hier stehen können. Wir getrauen uns, in der Inklusion etwas zu machen, in der Nachhaltigkeit. Wir haben wirklich die Frauen und Männer aufs gleiche Niveau gehoben. Die Entwicklung des Handball ist mein persönliches Highlight. Ja, es ist eigentlich eine grosse Überraschung. Ich habe wirklich heute, ich habe meiner Frau noch gesagt, ich freue mich so auf einen relaxten Abend, dass ich mal nur Gast sein kann. Aber klar, ein Special Award mit einem jungen Alter noch, oder mitteljungen Alter zu bekommen, ist natürlich ist einfach eine grosse Ehre. Es ist eine Wertschätzung. Was er also erreicht hat, das wissen andere besser als ich. Das wissen andere vielleicht ein weniger, was es bedeutet, was dahinter steckt. Oder? Und um das geht es auch so ein bisschen. Und das war mir eigentlich wichtig, das auch ein bisschen zum Zeigen zu bringen. Also es ist einerseits viel Talent rum, aber es ist natürlich auch eine unglaubliche Bereitschaft, ein Einsatz über Jahre. Oder? Und ich glaube, das ist das, was ihn dann auch letztlich ausgezeichnet hat, dass man über so eine lange Zeit so konstant auf extrem hohem Niveau kann spielen kann. Ja. Wir sind ein ganz kleiner Dorfclub. Ich kann eine kleine Einfachhalle. Ich muss aus dieser kleinen Einfachhalle einfach rausholen, was ich kann. Und da gebe ich jede Woche mein Bestes. Ja, ein Zurückgeben, oder? Ein Zurückgeben von diesen Werten, wie es mein Vater vorgelebt hat, wie ich profitieren durfte, aber nachher auch gesehen, wie er ganz viele Junge begeistert hat, weiterentwickelt, die auch eine tolle Karrieren machen dürfen. Wie schon gesagt, extrem viel. Eben auch, wenn man sieht, was für Leute noch nominiert waren, die alle eine unglaublich gute Saison gespielt haben mit dem Mia Emenike und der Serena Kuratli. Also, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr, sehr viel. Klar, das ist natürlich das grösste Ziel, dass wir auch in naher Zukunft mal Schweizer Meister werden. Und für das werden wir auch in den nächsten Jahren alles investieren. Eine wahnsinnig große Ehre, vor allem wenn ich dieses Jahr in die Liga schaue, welche Trainer dort tätig waren und was sie erreicht haben. Es ist eine wirklich große Ehre für mich. Ich möchte dazu beitragen, dass der Handball hier nach vorne kommt und wir brauchen starke Junioren, starke junge Spieler. Es ist eine sehr schöne Ehe, auch gerade, dass ich schon auf Newcomer und MVP werden. Ich habe es vorher schon gesagt, dass, ja, es zeigt den Schritt, den ich gegangen bin und dass es ja, so weit erfolgreich war. Und ich hoffe natürlich, dass ich auf dem kann aufbauen kann und mich persönlich noch viel weiterentwickeln kann. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr hohe Ambitionen habe. Das ist definitiv noch nicht das Ende von dem, was ich erreichen will. Ich will ja, ganz rauf und das ist ein Schritt von dem Ganzen. Ja.
eine riesige Ehre. Ja, irgendwie die Saison macht es perfekt mit den 3 Titeln, die natürlich auch mega viel bedeutet. Und dass man dann noch so einen Award für die persönliche Leistung bekommen darf, ist eine mega Ehre, ja. You know what is the goal. I told earlier that I want to change this trophy for a Schweizmeister trophy. So we're gonna work next year to try to attack against Schaffhausen, see if it's possible. But yeah, I know I'm gonna give my all to do it.